Welche Probleme stellen sich einem Abt in der modernen Zeit? Die größte Herausforderung ist es, sich auf junge Menschen, auf die Lebenswelt junger Menschen einzustellen. Umso größer der Abstand zu jungen Menschen ist, umso schwieriger wird es, sich auf diese Herausforderung einzustellen, vor allen Dingen was den Nachwuchs betrifft. Deswegen versuchen wir auch mit den neuen Medien unterwegs zu sein, dort einen Zugang zu finden für uns. Eine andere große Herausforderung ist die immer stärkere Säkularisierung der Welt. Das Glaubenswissen verdunstet. Wenn man früher noch auf Glaubenswissen zurückgreifen konnte, egal ob man das wollte oder nicht, aber das Wissen war da, so ist das heute in vielen Bereichen verdunstet.